Hymermobil Hyma Axis i 678, ja. Ich zeig's euch mal von der Seite. Es ist auf Basis von Fiat Ducato, ein Reisemobil mit recht viel Luxus, aber nicht ganz so hoch wie die anderen. Wir uns gleich mal ein paar Details angucken. Unter anderem, wenn wir mal in die Heckgarage reinschauen, Rückfahrkamera ist mit dabei. Also ein recht kompaktes Wohnmobil von der Höhe auf jeden Fall. Das ist die Rückfront von Camos, eine Rückfahrkamera mit dabei, die auch dann das Einparken viel einfacher macht. Und 2x11 Kilo Gas, da ist noch ein Fach. Ich habe eine extra Fahrertür mit dabei, die kann ich euch mal gerade zeigen an der Seite. Die ist hier. Und das ist dann die Front. Das Fahrzeug von der anderen Seite aus. Spiegel. Große Spiegel mit dabei. Ich mache euch gleich mal auf von der anderen Seite. Zeige ich euch das mal. Das ist das Heck. Und hier haben wir die Heckgarage. Jetzt mal reinschauen. Die doch recht groß ist. Wow, hier nochmal ein Netz mit dabei an der Seite, Gasdruckdämpfer, Polyvision Aero Fenster mit eingebaut und eine Thule Omnistor an der Seite. Maximal 350 Kilogramm Beladung ist hier möglich. Das Ganze natürlich auch beleuchtet. Eine Steckdose, 230 Volt für E-Bikes. Vielleicht zweimal. Ja, es werden immer mehr E-Bikes. Das mag man richtig. Eine Kassettentoilette. Und das ist die Innenansicht. Klassischer Grundriss. Mit Doppelboden im Fußbereich. Einem Tisch, den ich komplett verstellen kann. Mal kurz mal schauen. Da ist noch ein Schuhschrank, ein großer. Direkt am Eingang kann ich also Schuhe oder irgendwas anderes dann auch lagern. Die Aufbautür hat einen Papierkorb mit drin. Fahrzeug kostet 98.273 Euro, also knapp unter 100.000 Euro. Der Hyma Axis i 678, hier sind die Daten mit dabei. Der Listenpreis. Ja, Länge 7,49 Meter, die Breite 2,22 Meter und die Höhe, ich habe es schon erwähnt, sehr kompakte 2,77 Meter. Also gerade in südlichen Ländern, bei denen doch die Bäume etwas tiefer stehen, da macht das Ganze dann viel mehr Spaß, damit zu fahren. Durchgehende Schrankfront von vorn bis hinten. Und was ziemlich beeindruckend ist, ist natürlich auch die Verarbeitungsqualität auf dem Niveau. Gut, wir sind ja hier in der 100.000 Euro Klasse. Hier ist die Fahrerhaustür, die kann ich hier noch öffnen mit elektrischen Fensterhebern. Das Ganze ist dann an der Mautstelle sogar mit eigener Trittstufe, die automatisch rausfährt, und einem Flaschenhalter an der Seite. Hier habe ich dann die wichtigsten Sachen mit dabei. Sogar einen eigenen Bluetooth-Schalter. Und das Fiat Ducato-Fahrwerk. Mit Klimaautomatik und dem großen Kenwood DRW Plus Navi. Ja, als voll integrierter sieht man es natürlich nicht direkt, was überhaupt drunter ist. Also das ist so die Rundumsicht hier mit den Spiegeln. Und der Vorteil ist natürlich beim Vollintegrierten, du hast eine unglaublich gute Aussicht hier zu allen Seiten. Die Fenster sind leicht zu öffnen. Einfach ziehen, Schiebefenster an der Seite. Und das ist die Verdunklung. Die ist hier mit Lamellen gemacht. Einmal vorne mit Lamellen und an der Seite mit Lamellen jeweils. Also auch eine sehr
klapperarme Lösung. Ich bin ja immer ein großer Freund von, dass die Sachen nicht klappern. Das sind die Schränke. Auch die stehen leicht unter Spannung, dass auch hier nichts klappert. Muss also hier ein bisschen ziehen. Hat man hier auf. Und wir haben ja hier kein Hubbett. Ist natürlich bei der Fahrzeughöhe auch sinnvoll, weil dann kann man hier gar nicht mehr stehen. Ich bin 1,83 und kann also hier im Fahrerhausbereich komplett stehen. Das ist nun mal der Stauraum direkt am Beifahrer. Und hier ist dann noch eine kleine Sitzbank zum Umziehen für Schuhe an- und auszuziehen. Und hier die große Sitzbank dann gegenüber. Ja, durchgehende Schrankreihe. Das macht das Auto wirklich sehr schick. Großes Heki in der Mitte. Vorne ist nochmal ein kleines Heki. Könnte man natürlich auch eine Klimaanlage einbauen hier oben. Und Fernseher ist hier. Das Ganze ist sogar komplett ausziehbar, dass ich den also hinten im Schlafzimmerbereich nochmal nutzen könnte, wenn ich das möchte, aber da ist er doch ein bisschen klein für von Karatek. Da sieht man den Halter, der ist jetzt zusammengefaltet. Gleich mal aufmachen. So, hier vorne haben wir noch eine Ablage. Schuhschrank haben wir eben schon gesehen. 12-Volt-Steckdose, also das ist schon alles vorbereitet. Direkt am Eingang habe ich dann nochmal hier ein kleines Schränkchen. Und hier die Funktionskontrolle. Kann man schauen, Batterie, da dreht man dran. Dann habe ich jeweils die Frischwasser und die Wasserstände und so weiter. Ein Truma Kombi, Gas. Hier oben drüber über den Kühlschrank, hier ist ein Tedford eingebaut. Schmal, aber sehr hoch. Könnte man noch eine Mikrowelle reinmachen. Und hier habe ich dann noch ein separates Eisfach und einen ordentlichen Haushaltskühlschrank, der allerdings nicht so tief ist. So, Küche. Hat ein Drei-Flammen-Kochfeld mit Piezo-Zündung und hier vorne hast du dann die Möglichkeit in der Spüle auch mal hier was abzugießen. Das finde ich eigentlich auch ein nettes Detail. Also wenn man mal irgendwas hat, was man einfach mal loswerden möchte, kann man das bei geschlossener Spüle dann auch tun hier. Und das ganze Brettchen kann man dann hier vorne noch mal wahrscheinlich einhängen. Das ist hier der Fall. Dass es dann auch hier eine Halterung hat. So oder so ähnlich. Ja, ganz viele Schubläden sind hier drunter. Hier habe ich dann nochmal für Geschirr und Co. Aber auch hier komme ich eigentlich sehr gut dran, direkt an der Seite. Also alle Schränke sind sehr gut erreichbar. Und nicht so hoch. Und hier dann nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Und passend dazu zwei 230-Volt-Steckdosen. Und natürlich große Auszüge, das Ganze nochmal mit Haltern an der Seite, dass nichts rausfallen kann. Und hier unten nochmal drin. Das geht dann hier nochmal weiter. Da ist der Besteckkasten, hier sind nochmal die Abschwerhähne mit dabei. Und hier sind dann noch jeweils für Töpfe. Sekunde, da geht's auf. 15 Kilo ist die Belastung von den Schränken jeweils. Also, müssen alle zu sein. Dann geht er auch auf. Sekunde. Kurz mal nachdrücken. Ja, der untere geht jetzt gerade nicht auf. Aber ich kann euch versichern, wenn es zur Auslieferung kommt, sind ja auch teilweise Vorführfahrzeuge, wird alles nochmal gerichtet.
So, Badbereich. Das ist das Schlafzimmer mit zwei großen Längsbetten. Auch die sind erweiterbar in der Mitte. Das ist das Ausgleichspolster hier an der Seite. Hier habe ich nochmal einen Vorhang. Auch den kann ich dann zuziehen und habe dann hier meine Vereinzelung gegenüber hinten. Und hier zwei große Matratzen. Ich habe euch am Anfang übrigens die Daten nochmal abgefilmt. Da seht ihr alles nochmal komplett. Und hier ist das Ausgleichspolster. Das ist die Leiter dazu. Passend. Also ich käme jetzt natürlich schon auf die Idee und würde das auf die Leiter legen. Aber geht ja noch einen Schritt weiter. Das Ganze kann man dann versehen mit diesem Rost hier und hat dann die Möglichkeit, das Bett komplett zu verbreitern auf die komplette Länge, was übrigens ganz praktisch ist, denn das letzte Stück, das stört dann schon, wenn man da die Beine drauf macht, dann fällt man immer so ein kleines bisschen runter und das kann damit natürlich dann effektiv vermieden werden. So. Die Leiter ist natürlich nur dann notwendig, wenn das Ganze ausgezogen ist und kann komplett dann hier extrahiert werden. Geht raus und dort findet dann das Ausgleichspolster Platz. Leiter geht dann runter und dann habe ich hier meine Leiter mit dem Einstieg. Wenn ich sie nicht brauche, Enkelchen ist dann wieder da und dann habe ich ruckzuck wieder alles zurückgebaut. Hier habe ich noch mal einen großen Schrank, auch zum Hängen. Das Ganze kann ich dann auch ganz bequem hochdrücken, dass ich dann auch gut rankomme. Ich habe hier also noch mal einen extra Zugang und habe eine Gasdruckfeder, die das hält und kann dann so meine Sachen beladen. So, hier ist noch ein Staufach, sehr tief. Und das ist eine Serviceklappe für das Wasser. Weiterer Schrank ist hier. Das kann man anschauen. Der ist auch hier unter dem Bett auf der Fahrerseite. Und dann gibt es noch einen Kleiderschrank. Der ist direkt hier am Eingang zum Schlafzimmer oder zum Bad und der hat dann auch den Sicherungskasten hier unten mit drin für 230 Volt. Falls mal eine Sicherung fliegen sollte, ist die auf der Seite da. Ja, kompaktes Fahrzeug mit extra Toilette, Raumbad. Ich kann also hier einfach zumachen. Habe dann mein Bad komplett abgetrennt. Hier habe ich dann nochmal die Dusche mit dabei, die zeige ich euch gleich mal komplett. Hier drüber habe ich übrigens noch viele Schränke. Kann ich also nochmal beladen. Hinten habe ich drei Schränke. Hier ist nochmal ein kleines Ausstellfenster mit drin. Und 12 Volt, 230 Volt und USB an der richtigen Stelle, sowie zwei Leselampen und indirekte Beleuchtung. So, Dusche. Also Stehhöhe hier bestimmt 2 Meter. Hier habe ich dann noch eine Stange, dass ich also, wenn ich mal irgendwas gewaschen habe oder so, kann ich hier auch Kleidung aufhängen, auch wenn die mal nass sein sollte und so weiter. Und 2 Abläufe in der Dusche, egal wie ich stehe, es wird ablaufen hier drin. Also dedizierte Dusche und dedizierte Toilette, eine Kassettentoilette, die ist drehbar. Hier ist dann das Toilettenpapier auf der Seite und ein großer Spiegel nebst nochmal dem Wasserschalter hier oben. Zwei Steckdosen, eine Steckdose, ein Schalter.
und einen zweiten Spiegel, der direkt parallel dazu ist, nee, im rechten Winkel dazu ist, sodass also ich mich auch selbst nochmal betrachten kann im Spiegel von der Seite. Man sogar an die Männer gedacht beim Rasieren. So sieht die Küche aus im Eingang. Das ist nun mal der Blick nach vorne, dann vom Schlafzimmer, aber kann komplett durchschauen. Wenn ich jetzt hier mal ein Stück zurückgehe, sieht man das sehr schön, wie geräumig das Ganze ist und wie viel Platz ich dann tatsächlich hier habe. Also eine richtige Ferienwohnung oder ein Apartment, das kann man auf jeden Fall sagen. Also richtig geräumig. So, ich gehe mal einen Schritt nach vorne. Da ist die Küche nochmal. Die habe ich euch ja eben gezeigt. Und das ist dann der Wohnbereich mit Sitzgruppe und dem verstellbaren Tisch. Das ist übrigens die Technik von dem Tisch. Der ist also längs- und seitlich verstellbar, ist drehbar, also multifunktionell zu nutzen. Prima, hier nochmal die Daten. Fiat Ducato 2,3 Liter mit 150 PS, natürlich Euro 6. Grundpreis sind 76.490 Euro, der hat jetzt ein paar Extras drin. Tempomat, automatische Klimaanlage im Fahrerhaus, nennt sich Komfort Plus Paket 3 und der Fahrzeugpreis, wie es hier steht, 98.273 Euro, Länge 7,49 Meter, die Breite 2,22 Meter, also auch ein schmales Fahrzeug. Ich zeige es euch gerade nochmal von hinten, dass ihr ungefähr mal eine Idee habt, wie schmal das Ganze ist. EX 6, 8 und 70. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos. Vielen Dank für die Bereitstellung der Fahrzeuge. Und ja, kompaktes Fahrzeug, flach, schmal und ja, von der Länge unter 7 Meter auf Basis Fiat Ducato. Danke fürs Einschalten und wenn ihr wollt, lasst uns doch bitte ein Abo da auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr uns im Fernsehen schaut. Ihr könnt das Ganze auch auf German Television sehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!